Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Civilization 6 mit dem O'Hare an meiner Seite und mit dem Mr. Merp. Ich grüße dich. Guten Tag, sagt der Römer. Sagt er nicht Salve Sodales? Ich habe keine Ahnung. Geschichte ist eine Weile her bei mir in der Schule. Das ist Salve Sodales. Also, ich weiß gar nicht, was Sodales, also Sodales waren, glaube ich, Kamerad oder ich weiß es gerade eben nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe ja kein Latein gehabt. Ich habe mir das nur mal sagen lassen. Was das Schießpulver für den So, Krieg okay, getan meine hat, Truppen tat der stehen Hochdruck hier. für den Geist. Oh, ich muss eigentlich jetzt die verbotene Stadt Die irgendwie bauen. Marine hat sowohl Tradition. Kann ich die erstmal Forschung. So. Jetzt machen wir erstmal die Kartografie, die dauert nämlich noch zwei Runden. Und jetzt würde ich gerne meine. Kann ich jetzt die Handelsrepublik machen? Ja. Ach, ich bin schon Handelsrepublik. Ich hält. Ich bin ja schon Handelsrepublik. Schon länger als du. So, also wie gesagt, jetzt habe ich die Truppen so langsam aber sicher in Stellung. Dann wird es wahrscheinlich ab jetzt nächste Runde Stress geben. Es sei denn, er fängt schon vor mir an. Gut, dann ist das jetzt ja egal. Ein, zwei Dinge gefallen mir da einfach noch nicht so richtig. Das habe ich doch schon. Ach so, ja, das habe ich mit Bonus. Es lohnt sich auch immer mal hier drunter bei den Forschungen oder auch bei den beim Ausrichtungsbaum zu gucken, auf was man einen Bonus bekommt, wodurch. Das ist immer ganz, ganz interessant. Hier habe ich das schon erfüllt. Baut ein Kunstmuseum. Na, so weit bin ich noch nicht. Also ganz im Ernst, Charleston, das ist ja eigentlich so eine Stadt, die ich ihm nur so als Notnagel gebaut habe, aber das ist eine meiner besten Städte geworden bis jetzt. Paar lustig. So, dann bauen wir jetzt hier mal den Kornspeicher. Ah, ne, warte, erstmal das Monument reparieren. Was mache ich denn jetzt hier? Was können wir denn hier machen? Sauber, jetzt muss ich nur noch das hier machen. Das nützt mir nichts. Das nützt mir auch nichts. Ah, Ja, das wenn das nützt Ding mir hier auch nichts. anständig. Wenn Machen wir das Ding hier das hier. anständig Bevölkerung hätte, wäre das so geil. Was soll ich denn hier oben in den Hafen bauen? Komme ich von der Stadt irgendwie raus? Ja, komme ich sogar. Ah, der dauert 35 Runden, der Hafen. Was bringt mir eigentlich Wild? Bringt mir das Essen? Das bringt dir diverse Sachen. Ich weiß aber gerade eben nicht exakt was, weil ich gerade eben kein Wild jetzt hier bei mir so direkt sehe. Wild Gott. habe ich sowieso das Gefühl, ist eher selten. Ich habe eine Menge davon. Ach komm, dann baue ich den Hafen. Man kann ich den Japaner nicht jetzt nicht nochmal so ein bisschen beleidigen? Ne, ich habe bloß Casus Belli und das ist immer noch schwer. Der Kriegstreiber Malus. Wild bringt Gold. Ah, okay. Missionar, Gesandte schicken, Jerusalem. Bin ich da souverän geworden? Nein. Das jetzt, ach, Heißt das sind diese sogar Zahl Ritter. hier, dass man die braucht, um souverän zu werden? Ach du lieber Himmel, das kann natürlich schon eine Weile dauern. Ganz komisch, dass bei den Japanern die auch Ritter heißen und nicht Samurai. Vielleicht ist der Samurai eine andere Spezialeinheit. Ich weiß nicht. Oder haben die überhaupt Samurai? Ich glaube nicht. Also ich meine, im Grunde sind ja Samurai nichts anderes als Ritter. Bloß die Ja. heißen halt dann Samurai. Hätte man ja so ins Spiel integrieren können. Ich habe übrigens einen lustigen Übersetzungsfehler in dem Spiel gefunden. Wenn du in der Wiki guckst, da schreiben die nicht Boni, sondern Bonusse. Haben sie aber einen sehr billigen Übersetzer engagiert dafür, würde ich mal sagen. Ja, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber auf jeden Fall ist mir das aufgefallen. Das war, als ich. Und was auch ganz, ganz komisch ist, du findest keine Informationen, zumindest nicht, wenn du es eingibst. Ich kann es dir gerade immer zeigen. Wenn du eingibst, also du kannst ja Armeen und Korps bilden. Wenn du Korb eingibst, da kommt gar nichts. Es gibt keine Informationen darüber, was eigentlich ein Korb oder eine Armee bringt.
Das ist doof, ja. So, jetzt habe ich wieder vergessen, was ich in meiner Hauptstadt bauen wollte. Ach, verbotene Stadt. Kann ich nicht bauen, weil... Ach, die muss an einem Stadtzentrum angrenzen. Ach, das geht natürlich hier nicht mehr. Ach, das ist natürlich ein verdammt guter Grund. Ja, das ist wirklich blöd. Brauchen wir mal ein Pikenier hier. Dann Marol. Was bringen mir eigentlich diese Projekte, diese Handelszentrum, Investitionen oder heilige Städte und so ein Spaß? Ich lese einfach, da steht dran, du kriegst manchmal ein bisschen Gold, also es ist nicht... Klar, wirklich. Ja, aber da steht nicht da, wie viel, ne? Das wäre halt gut zu wissen, wie... Richtig, das steht halt nicht wirklich dran, das ist absolut korrekt. Hier könnte ich eine verbotene Stadt bauen, aber die dauert bestimmt ewig. Bei allen anderen Städten habe ich... kann ich es nicht machen. Was mache ich denn jetzt in meiner Hauptstadt? Ich baue erstmal die Bank. Oder rüsten wir uns ein bisschen auf? Kann ich mittlerweile? Nein. Ach, kann ich nicht. Dann. Ach, Spion. Hier versuche ich die Position einfach nur zu halten. Wo sehe ich eigentlich, welche Einheit welchen Skill hat? Plus 1 Reichweite, okay, perfekt. Reichweite. Zieh dich doch mal. Ja, genau richtig. Zurück. Da drüben? Ah, der Siedler, den schicke ich jetzt mal. Hier ist noch Jade, dann. Puh, wie lange brauchst du noch? 27 da. Runden. So. Immer noch bei diesen vermaledeiten Kriegsvorbereitungen, glaubst du das? Noch kann ich den Krieg nicht wirklich guten Gewissens anfangen, wobei ich könnte eigentlich schon. Ich hoffe einfach, dass mir das jetzt nicht gleich auf die Füße fällt. Gehen wir halt da runter. Runde wurde eigentlich gebaut, keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich das Ding hier bauen kann, das wäre so geil. Drei angrenzende Felder hier bei Lissabon. Bei Lissabon will ich nämlich später meine Flugzeugträger bauen. Nee, was mir halt aufgefallen ist beim Singleplayer-Spiel, mir ist einfach nicht aufgefallen. Also mir ist aufgefallen, dass mir etwas nicht aufgefallen ist. Und zwar, okay. Was genau, wie gesagt, Korps oder Armeen bringen. Weil ich habe ja schon, ich habe festgestellt, du kannst... Na, Kampfstärke halt bestimmt, ne? Nö, ist, also... Mir ist es nicht aufgefallen, also mir ist es halt vor allem deswegen aufgefallen, weil ich habe zum Beispiel mal eine Armee oder besser in dem Fall in eine Armada Flugzeugträger gebaut. Weil ich mir gedacht habe, hey, normale Flugzeugträger können 2 Flugzeuge transportieren und dann werden die doch wohl nach Adam Riese 6 transportieren können. Shit. Nö, Pustekuchen, waren nur 2. Also auch nur 2. Okay. Hab ich nicht verstanden. Leuchtete mir nicht ein. Vielleicht ist es auch bei Flugzeugträgern ein Bug. Weiß ich nicht. Ist mir halt aufgefallen. Was hat der denn für eine Kampfstärke auf seinen Aposteln, sag mal? Ich greife den Apostel von ihm an, verliere 90% meiner Hitpoints und er 10. Okay, auch wenn ich mich damit nicht wohlfühle, aber Casus Belli gegen den Japaner wird ausgesprochen. Er sein Schwert zieht mir gegenüber. Er sagt, der Götterwind wird uns beschützen und euch vom Erdboden fegen, wie alle anderen vor euch. Okay. Kann ich die hier auch noch upgraden? Jawohl. Ich nehme nämlich einen Bonus. Sehr gut. Ach, meine Armbrustschützen sind so geil. Ja, jetzt taucht ja eine Karawelle von Barbaren auf. Ist natürlich klar. Und die Stadt hat natürlich keine Stadtmauern. Und deswegen muss das hier jetzt mein Armbrustschütze erledigen. Das ist natürlich nicht so schön. Jerusalem hat Mörb den Krieg erklärt. Okay. Ja, shit happens.
Und was ist das zweite hier? Achso, du hast den, ja. Der hat teilweise so beschissene Einheiten, sag ich dir. Na, erstmal muss ich schießen. Kann mir gerade eben keine Dinge leisten. Keine Level-Ups. Ach Gottchen. Ja. Schnell weg. Was bist du denn? Ein Jerevan-Armbrustschütze, okay. Er bekommt gerade eben zu spüren, was eine amerikanische Elite-Armee ist. Ich kann ja mal kurz gucken. Weltrangliste. Okay. Herrschaftssieg. Na, da führst du auf jeden Fall. Und der Japaner, der hat wieder an militärischer Stärke verloren. Interessant. Ja, er verliert gerade eben definitiv an militärischer Stärke. Das kann ich dir versichern. Das kann ich dir versichern, dass er gerade eben an militärischer Stärke verliert. Ich arbeite ganz massiv daran. Müsste eigentlich auch noch mal einen Händler weiterbauen, damit ich meine Handelswege auch alle sinnvoll auslaste, sonst bringt mir das gar nichts. Ich habe das Gefühl, der ist chancenlos gegen mich. Mein erster Angriff hat schon seine halbe Armee vernichtet. Oh, nice. Der läuft noch mit Keulenschwingern rum. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Lol. Kann eigentlich irgendwas machen gegen die? Anscheinend nicht. Ich frage mich, ob ich die angreifen kann. Angreifen? Nee. Kann ich seine normalen, seine Apostel, kann ich die angreifen? Ja, kannst du. Wenn du ihnen den Krieg erklärt hast, kannst du die auch mit normalen Einheiten angreifen. Das ist sehr schön. Das würde ich sogar begrüßen, wenn du die kaputt machst bei ihm. Ich habe hier ein paar. Ah, er fliegt mit ihnen, die sind verdammt schnell. So. Ja, darum kümmere ich mich später. Und den diplomatischen Dienst habe ich jetzt gerade eben keine Zeit für. Toll, er plündert natürlich hier meine. Greif ihn an! Blöder Barbar mit seiner Karawelle. Und ich habe jetzt nichts, was ich da hinschicken kann. Kannst du nach. Hast du ein Schiff gerade frei, was du irgendwie machst? Ich habe nur ein einziges Schiff. Ah, okay. Nee, dann nützt das natürlich auch nichts. So, jetzt hier. 47 Runden? Alter, nicht euer Ernst. Nee, das bringt mir nichts. Das bringt mir wirklich gar nichts. Ach Gott. Zwei Runden wächst die Stadt. Dann könnte ich theoretisch den Campus bauen. Dann baue dann mal. Ich würde die so gerne bauen, die verbotene Stadt. Aber 47 Runden ist einfach mal sowas von aus der Range. Mhm. Ach komm, dann baue erstmal den Händler. Das ist auch wichtig. Dann zieht ihr euch mal zurück. So, Takamatsu steht jetzt unter schwerem Beschuss von meinen Truppen. Oh, das ist gut. Und ist eingekesselt. Oh, Tatsache, die kann ich wirklich auslöschen. Einfach drüber reiten. Mit der Kavallerie kriege ich sie. Die können sich gar nicht wehren dagegen, wie ich gerade feststelle. Nee, die wehren sich da auch nicht. Die machen einfach gar nichts.
Dachte schon, es gibt dann irgendwie so ein Donnerwetter oder so. Nee, das ist nur, wenn du mit den, mit deinen also wenn du mit Religionseinheiten gegeneinander kämpfst, dann hast du das. Dann machen die so eine Art Propaganda-Glaubenskrieg. Genau. Döns. Okay, also meine Kavallerie reitet die jetzt hier erstmal so ein bisschen nieder, zumindest hier in der Gegend, bei mir. Ich habe jetzt halt keinerlei Truppen in deiner Gegend. Ja, das ist jetzt auch erstmal entspannt. Ich habe ja jetzt keinen Krieg, außer dass mir hier halt ein Barbarenschiff gerade auf den Keks geht. Aber da kann ich jetzt auch nichts dagegen tun. Das muss ich jetzt mit meinem Armbrustschützen hier wegholzen. Habe ich eventuell noch einen Armbrustschützen, den ich mal ranziehen kann? Ja, den hier. Ah, das dauert 5 Runden, bis der da ist. Das macht jetzt auch keinen wirklichen Sinn. Wohnraum benötigt. Okay. Naja, ich baue ja gerade den Hafen. Machen wir mal Rundenwechsel hier. 3 Vereinbarungen vorgeschlagen. Okay, muss ich gleich mal gucken. Warte mal. Aber der Japaner hat wirklich mit seinen Aposteln bei mir aufgehört, ne? Das finde ich jetzt spannend. Hat er wirklich mal darauf gehört, was ich gesagt habe? Alter, ich will doch keine Pferde. Geld. Wie, das war alles? Ich versuche jetzt gerade mal, warte ganz kurz, ich versuche es dem Peter, dem Zweiten hier gerade eben Geld rauszuleiern. Mehr, es geht nicht, okay. Was, der macht es? LOL. LOL. Ah, das macht er nicht. Okay, das kann man machen. Ich habe ja so viele Diamanten, ich kann mir ruhig einen geben. Für das Geld mache ich das. So, was ist noch von der Vereinbarung? Wer will noch was von mir? Der Wikinger will was von mir. Ah, nee, das kannst du nicht haben. Da will ich das nicht haben. Und ich will auch keine Pferde haben. Okay. Was? Moment, warte mal. Ich muss hier gerade eben gucken, dass ich Geld bekomme, weißt du? Die Dinge. Ah, das ist... Ich kann's ruhig meinen Kaffee haben. P. Und der letzte Handel... Erst... Ah, und jetzt werde ich noch denunziert vom Chinesen. Super. Ich hab mehr Wunder als er. Ja, das ja, er ist total bescheuert. Das hat er bei mir auch schon gemacht. Und der Japaner bewegt Truppen. Okay, ich muss gucken, dass Takamatsu bald fällt. Unangenehm. Ah, jetzt... Da kann ich ihn schießen, da kann ich ihn schießen. Ich glaube, ich muss dem Chinesen doch bald mal den Krieg erklären. Es geht ja nicht so weiter. Beziehungsweise ja, kann ich ihm... Sieh zu, dass du genügend Fernkämpfer hast, ne? Ich habe ihm erst mal gesagt, dass er das lassen soll mit seinen Aposteln. Ja, klar, jetzt ist dieses blöde Barbarenschiff hier abgehauen. Jetzt, wo ich, Jawohl. Perfekt. Rumreif schießen. Okay. Attacke! Haha, das war ein cooles Feature. Hat er nämlich gleich die ganze Religion von dem anderen mit entfernt, wenn ich das richtig gesehen habe. Sieht man das hier irgendwo? Hier? Genau. Ah, da ist halt Peter direkt neben mir, okay. Das Problem, dass man die ganzen Sachen immer erst dann sieht, wenn man sie selber schon, wenn man sie selber erforscht hat, ne? Ja. Also die nicht sicher sein, dass du diese dass du das dann so machen kannst, wie du dir das vorstellst. Was ist denn hier? Laventa hat mit Harald Frieden geschlossen. Was ist noch? Ah, Harald hat mit Peter dem Zweiten Frieden geschlossen. So, kann ich denn
mit Peter. Hast du irgendwas, was wir handeln können? Guck mal, wir können ja Botschaften machen. Willst du nicht? Gut. Guck mal, du hast zweimal Färbemittel. Ich gebe dir dafür einmal Kaffee. Wow, das macht er sogar. Geil. Sehr nice. Das gefällt mir natürlich gut. Was ist denn mit dem Norweger? Willst du Botschaften? Auch nicht. Hast du irgendwas? Nee, du hast nichts Spannendes. Ah, gehen wir mal zum Chinesen. Guck mal, ich gebe dir einmal Tee gegen einmal Gips. Macht er nicht. Will er Geld haben. Guck mal, dann gebe ich dir... Der Chinese ist geil, der brummt immer so. Der hat immer so... Ich will dir keine 30, keine 1 Gold für 30 Runden geben. Das sind 30 Gold, du Idiot. Das mache ich nicht. Gib mir einfach... Gib mir halt, vergiss es dann halt nicht. So, Und jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich irgendwo in meinem Reich bereits Salpeter habe. Aber es sieht schlecht aus. Sag bloß, ich muss tatsächlich... Es muss doch möglich sein, dass irgendwo schon Salpeter drin ist. Nö, du, ohne Witz, ich habe keinen Salpeter. Ich habe keinen Salpeter. Gar keinen? Nö. Das ist scheiße. Das ist vor allem so unglaublich unwahrscheinlich. Das ist wirklich total unwahrscheinlich, aber ich sehe nirgendwo Salpeter. Was ist jetzt noch? Ja. Achso, brauche ich jetzt gar nicht. Dann geh mal hier hoch. Du schließt die Fische an. Geh auch erstmal dahin. Gut, dann Rundenwechsel. Bei mir noch nicht. Wann ist denn mein Siedler endlich da? Och, das dauert ewig. Da habe ich ja schon eine Straße. Warum nutzt der Siedler die Straße nicht, du Idiot? Warum habe ich keinen Salpeter? Du glaubst gar nicht, wie doof ich das finde. Ja, das ist halt wichtig, ne? Gut, ich meine, ich kämpfe sowieso hauptsächlich mit Armbrustschützen und Pikenieren, aber naja, ich habe trotzdem zwei gute Schwertkämpfereinheiten, die ich gerne appen würde. Hast du dir eigentlich schon mal die Frage gestellt, wie sinnbefreit und vor allem wie, also Thema Kopfkino, ekelhaft das sein muss? Weil Ritter werden ja hier zu Panzern. Und Pikeniere werden ja zu Panzerabwehr, also mit Bazooka und so und Raketenwerfer und so, ne? Mhm. Jetzt kämpft aber auch manchmal eine Einheit mit Bazooka gegen Ritter. Dieses Bild geht mir nicht aus dem Kopf. Wenn du verstehst, was ich meine. Nee, das Kopfkino kann ich jetzt nicht ganz verstehen. Wenn jemand mit einem Raketenwerfer auf einen Ritter schießt, was passiert da wohl? Ja. So, der Chinese hat sich ja irgendwie nicht an die Abmachung gehalten. Das ist jetzt, das finde ich ziemlich assi von dir, du Arsch. So, die Stadt ist mein. Ist ja klar, dass das, dass die Kavallerie, Fokuswechsel, dass das blöde Barbarenschiff, die Galeere, Karavelle jetzt wieder komplett ausgeruht zurückkommt. Du Arsch. Wieso kann ich denn jetzt hier die verbotene Stadt bauen? Ach, auf das Feld. Naja, nee. Eine Karavelle. Was baue ich denn da? Eine Quadrireme, oder? Das ist, glaube ich... Ja. Das sind halt die, die auch schießen können. Obwohl, Karavelle ist, glaube ich, hat Nahkampfstärke 50. Nee, da muss ich auch eine Karavelle bauen. Die ist schon stärker. Boah, das nervt aber. Die mache ich jetzt hier einfach so multifunktional, die Truppen. Hm.
Kann der... Ne, kann er nicht. Ich brauche noch ganz kurz. Hier ist der Händler in 3 Runden fertig. Also wenn der Chinese jetzt trotz meiner Warnung meine Stadt anfängt zu bekehren, dann, lieber Freund, sind hey, wir ich kann mit dir handeln, mit Köln. Ja, ist doch cool. Oh, Truppen bewegen. Mit dir los, Kavallerist. So, New York baut verbotene Stadt. Warum, hä, warum kann ich die verbotene Stadt denn nur da bauen? Viele freie Feld, was steht denn da dran? Du musstest, glaube ich, angrenzen an ein Stadtzentrum. Aha, ja, Scheiße. Das Problem habe ich ja auch. Ich könnte die hier in einer Stadt bauen, das dauert 37 Runden. Das ist mir viel zu lange. Dann halt nicht. Ja, das habe ich mir dann auch gedacht. Obwohl die eigentlich ziemlich geil ist, kriegst du nämlich einen Jokerplatz für die Politik dazu. Naja. So, ich beschleunige hier gerade eben mal den ganzen Bullshit. Ich beweise mal wieder, dass ich Krösus bin. So, warte mal, Produktion. Jetzt können wir das Monument reparieren. Jetzt habe ich nämlich gleich einen Salpeter. Aber nur eins. Wo hast du das jetzt her? Das hat der, das ist direkt oder fast direkt neben der Stadt, die ich gerade erobert habe, gespawnt. Ach so. Und jetzt habe ich da einfach so einen langen Pfeil kurz mir mal dahin gekauft, habe das Feld jetzt dadurch in meiner Hand und schick da jetzt in der nächsten Runde ein Ding hin. Hm. Ein Handwerker. Aber nach dieser Runde müssen wir auch schon wieder aufhören. Ja. Okay, Spion, geh doch mal bitte nach... Was ist der... warte mal, das ist der Norweger. Ach komm, hier können wir... Oh, meine Schwertkämpfer. Du gehst jetzt dahin. So, Rom. Feuert jetzt hier aus allen Rohren. Oder in dem Fall aus allen Armbrüsten. Was baue ich denn mal in Rom? Ach, ich würde so gerne jetzt anfangen, Musketiere zu bauen, aber ich habe immer noch keine 2 Salpeter. Weil dieser blöde Siedler hier sich nicht auskäst. Ich habe das Gefühl, wir beide haben dasselbe Salpeter-Problem. Ich baue jetzt nochmal einen Handwerker. Damit ich das dann wenigstens gleich anschließen kann. Okay, Köln. Köln, Köln, Köln. In Köln könnte ich eine verbotene Stadt bauen. 33 Runden. Das ist ja mal... Hui. Ich glaube, das mache ich sogar. Könnte ich mir eventuell einen Arbeiter hier kaufen? Was kostet denn der? Ja, mache ich auch mal. Da kann ich nämlich hier auf den Feldern noch ein paar Minen bauen. Beziehungsweise habe ich da eigentlich auch... Habe ich ein Industriegebiet? Was ist denn das hier? Ne, das ist ein Handelszentrum. Und das ist ein... Was bist du denn hier? Ach, das ist ein Campus. Okay. Ey, Baba! Ich warne dich. Hau einfach nur ab. Na, immerhin kann ich ein bisschen Erfahrungspunkte hier scheffeln. So, du gehst auf automatisches Erkunden. So, meine Runde ist, glaube ich, auch schon vorbei. Bei mir fast. Da fehlt nicht mehr viel bei mir. Ich sehe gerade, es hat gerade so vom Geld her gereicht, dass ich mit dem Arbeitstrupp bauen konnte. Ich habe jetzt noch 2 Goldmünzen. So, ich habe gerade eben mit einer... Mit einem Katapult einen von seinen Aposteln überfahren. Tot gequetscht.
Quasi. So, okay, bin fertig. Ja, liebe Leute, dann, wenn es euch gefallen hat, lasst beim Mörp oder bei mir ein Däumchen nach oben da. Wie immer der Aufruf, eure Hilfe in die Kommentare zu schreiben. Und dann sehen wir uns wieder zur nächsten Folge von Civilization 6. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.